Gut. Hallo, mein Name ist Mischa Kraus. Willkommen in der besonderen Sendereihe. Und ich werde ein bisschen aus meinem mittlerweile nicht mehr so jungen Leben erzählen. Ich hoffe, es ist was Interessantes dabei. Er ist eine Größe hinter großen musikalischen Vielseitigkeiten. Als Komponist und Bassist für Film, Theater, Fernsehen sowie als Studiomusiker und Sideman für namhafte Publikumslieblinge. Komponist für die unterschiedlichsten Produktionen, TV, Kino, Theater, Konzertbühnen. Deine musikalische Handschrift als Bassist war besonders in den 80er Jahren zu hören und zu lesen. Bei SDS, Gary Lux, Erika Blucher, Maria Bill, VSOB, Hansi Dujmic, André Heller, um nur einige zu nennen. Wie kommt's? Wie kommt's? Also ich habe studiert von 75 bis 80 am Wiener Jazz-Konservatorium, hat das damals geheißen. Ja, da wächst man so ein bisschen in die Jazz-Szene rein und so. Und irgendwo bei irgendeinem von diesen Jazz-Gigs, die wir damals halt gespielt haben, um 250 Schilling den Abend, hat mich irgendwer gehört. Nämlich der Paul Fields hat der damals geheißen. Und der hat gesagt, du, beim Heller suchen einen Bassisten für eine Tour, ob ich nicht eine Audition spielen will. Das war damals was ganz Ungewöhnliches in europäischen Breiten, weil Österreich ist so klein, dass eigentlich alles über persönliche Kontakte gelaufen ist früher. Nur beim Heller hat damals der Peter Wolf gespielt. Und der ist aus Amerika gekommen und hat gesagt, in Österreich ist alles, das muss man alles anders machen. Da machen wir jetzt eine Audition und suchen einen Bassisten. Okay. Und da haben sie mich eingeladen zu dieser Audition und da bin ich hin. Und dann war halt nur der Toni Stricker und der Peter Wolf und der Heller. Und dann haben sie mir einen Notenwadel hingelegt und wir haben was gespielt. Ich habe den Job gekriegt und wir haben dann zwei Tourneen, 1979 und 1980, mit dem Heller gespielt und da haben wir viele Leute gesehen und so ist es entstanden, dass ich dann herumgereicht wurde. War dann halt einfach als Studiomusiker unterwegs, sind schon einmal Live-Sachen dabei gewesen, aber das Jahr über, kann man sagen, war immer meistens eine Tournee oder vielleicht manchmal zwei, wenn es viel waren und der Rest war mit Studioarbeit. Du hast ganz was Interessantes angesprochen und zwar durch Mundpropaganda finden sich dann die Musiker, die was in Österreich Musik machen? Es war damals wirklich so, dass man eigentlich, also ich hatte das Glück, ich habe nur einen funktionierenden Telefonanschluss haben müssen. Okay. Alles andere hat sich ergeben. Ich habe angehoben, ich war einer von den allerersten, die einen Anrufbeantworter gehabt haben, weil das war damals einfach das Wichtigste. Wenn man nicht erreichbar war, war man auch weg. Also das. Es war immer so, dass wenn eine Tournee länger gedauert hat, hat es auch immer wieder Zeit gedauert, bis man diese Studiojobs wieder gekriegt hat. Und dann hat sich ein paar glückliche Fügungen, sind immer, also ein Glück muss man immer ein bisschen haben. Es nützt alles nichts. Und es war damals so, dass der Christian Kolonowitz aus Deutschland zurückgekommen ist. Der hat wieder Leute gebraucht, die im Studio einsetzen konnte. Und meine erste Produktion mit Christian Kolonowitz war Franz Morak. Aha, okay. In weiterer Folge Mitte der 90er machtest du Begegnungen mit dem Eurovision Song Contest. Welche Gefühle, welche Erinnerungen bleiben da von solchen Großereignissen? Der Song Contest, da ist ja... Puh. Ja, also das, man muss... nachher kann man das ganz gut einordnen. Es ist je nachdem, wenn man ein bisschen warten, bis der Hubschrauber vom Bundesheer vorbei ist. Ja, also... Eurovision Song Contest, was da überbleibt, welche Gedanken, welche Gefühle hat man da, wenn man da weiß, welcher Patrin, was da dahinter steht. 1995 war das erste Mal mit der Stella Jones, war auch für mich das erste Mal, sozusagen. Und davor habe ich jedem abgeraten, der mir gesagt hat, er will mal zum Song Contest. Und dann war das überhaupt kein Thema für mich. Und so 1995 ist man mich herangetreten, weil es war offensichtlich Mangel an Produzenten und Liedern, die zur Verfügung stehen. Und
es waren ein paar zur Auswahl, glaube ich. Und ich habe halt auch ein Lied eingeschickt, das ich eigentlich für jemand anders geschrieben hatte. Das war auch noch nicht Deutsch, weil damals musste man ja noch in der Landessprache singen. Aha. Meins war Englisch, ich habe es trotzdem hingeschickt. Und dann haben sie mich angerufen und gesagt, ja, das Lied ist super, aber wer soll das singen und wer soll ich überhaupt, und dann braucht man ja einen deutschen Text. Da habe ich gesagt, ja, wenn sie es haben wollt, suche ich halt eine Sängerin, ne? Das werden wir schon noch finden. Ja, und dann habe ich halt ein bisschen herumgesucht. Damals war ja relativ die Szene sehr überschaubar, was Interpreten angeht. Und die Stella Jones ist aufgetaucht und hat das eigentlich gleich einmal super umgesetzt. Dann habe ich halt mit dem Sigi Maron den Text in Deutsch verfasst. Und dann sind wir durch diese ganze Maschinerie, die der ORF da in Gang setzt, wenn Song Contest ist, weil da geht es in Wirklichkeit nur um die Quote und wie man sie dort halt am besten verkauft. Und dann sind wir da hin und es war alles live, das muss man auch dazu sagen. Also zumindest im Gesang hat man alles live machen müssen. Also auch den Chor und so. Jetzt darf man ja mit Playback auftreten. Beim Nussbaumer war es dann noch ein bisschen schwieriger, weil da haben wir das Orchester mit eingebunden. Aber du hast ja zwei gute Frontleute gehabt, wo du verlassen hast können, dass die das hinbringen, oder? Natürlich, aber in Wirklichkeit, das Ding läuft ab und fertig. Und wenn der einen Fehler macht, macht er einen Fehler und es ist gelaufen. Und das ist live vor, weiß nicht, ich glaube, damals war es 80 Millionen, haben sie uns gesagt zumindest. Und ja, dann hat man es halt für 80 Millionen vergeigt. Ne? Das heißt jetzt auch, so unterschiedlich die Stilrichtungen sind, vom Charakter her unterschiedlich die Interpreten sind. Das heißt, in deinem Job, in deinem Beruf ist dieses, sich auf andere Leute in der Sekunde einstellen zu müssen, damit man da gut, eine gute Leistung bringt und gut zusammenarbeiten kann, ist ja ganz was Wesentliches. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten, mit denen ich zu tun hatte, dankbar waren, wenn irgendwo sozusagen ein Ruhepol entstanden ist. Und oft war der ich der Ruhepol. Da hat er sich rundherum angespielt und wenn irgendwie die Nerven blank liegen und einer hat halt irgendwie noch die Ruhe und sagt ein vernünftiges Wort, da sind sie sehr dankbar. Egal, wie weit der Künstler jetzt sozusagen in seiner Popularität gediehen ist, das ist überall gleich. Das wird zu einer Familie, wenn man mal irgendwie gemeinsam auf einer Bühne steht und ich stelle mir das ganz schwierig vor, wenn das nicht ist. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie man das immer so bei internationalen Künstlern hört, dass die jeder in einem anderen Hotel und keine Ahnung. Das geht wahrscheinlich, wenn man ein Jahr auf Tour ist und eh schon alles automatisiert abläuft, möglicherweise. Aber so weit sind wir sozusagen nie gekommen und wir sind nie so weit gekommen, dass wir uns gegenseitig so auf die Nerven gegangen sind, dass wir in getrennten Fahrzeugen irgendwo hingefahren sind. Aber es liegt in deinem Naturell, dass du von Grund auf so dieser Ruhepol bist. Ja, es war so. Sagen wir mal so. Also, ich habe so ein Schlüsselerlebnis gehabt, das lag in der Schulzeit. Ich hab die Matura gemacht und das war so ein Stress für mich, diese ganze Prüfungssituation, dass ich mir geschworen habe, was immer ich in meinem Leben mache, in so einer Situation, lasse ich mich nicht mehr bringen. Und das ist mir ganz gut gelungen, weil es war eigentlich immer mehr eine Spannung und irgendwie eine Freude, dass ich jetzt wieder Musik machen kann, als ein Stress. Das ist mir bis heute Gott sei Dank noch erhalten geblieben und ist eigentlich irgendwie sowas, was dann auch irgendwie abfärbt. Wenn der Künstler vorn steht, der natürlich in der Auslage steht und sozusagen das meiste abkriegt, wenn was schief geht, wenn der weiß, da steht einer hinten und der hat ein bisschen was unter Kontrolle und sei es nur sein eigenes Umfeld oder so, dann beruhigt es einfach. Verständlich. Waren die Interpreten auch immer die Chefs? Naja, das, ja, man kann, wenn man das so sagen will, sicher, gezwungenermaßen, weil es ist eigentlich ja auch seine Haut, die er verkaufen muss. Also es wird ihm sowieso nichts nützen, selbst wenn er nicht der Chef wäre, und jemand anders die Entscheidungen trifft, das Fett, wenn irgendwas schief geht, kriegt der. Deswegen waren die meisten schon bedacht, dass das, was sie da
von sich geben oder was sie irgendwie darstellen, dass das authentisch bleibt in irgendeiner Form oder zumindest der Figur entspricht, die sie der Öffentlichkeit preisgeben wollen. Weil das hat schon immer, es hat immer unterschiedliche Differenzen zwischen dem gegeben, was der Künstler darstellt, ja, und was er dann tatsächlich sozusagen im Privaten war. Da gibt es Riesenunterschiede, manchmal auch nicht. Das war ganz verschieden. Also beim Sigi Maron zum Beispiel war das jetzt, abgesehen davon, dass er jetzt nicht groß breit getreten hat, dass er Familienvater war und irgendwie sonst ein ganz gestandener Mensch, war der Unterschied relativ klein zwischen dem. Der hat auf der Bühne so agiert, wie er zu Hause oder wo er sonst auch agiert. Beim Heller war der Unterschied schon etwas größer. Ne? Weiß man, da war ja das dann einfach schon ein bisschen was von Kunstfigur und Authentizität ist dann nicht so ganz. Ja, ja. Hat sich aber auch geändert. Also mittlerweile, ich habe immer noch Kontakt mit ihm, ist das eigentlich auch zusammengeschmolzen. Super. So verschieden die Stilrichtungen sind, so verschieden die Menschen sind, welche Anekdoten bleiben dir in Erinnerung von diesen Zeiten, wo du live, wo du als Bassist live mit Musikern unterwegs warst? Ja, es gibt viele. Es gibt viele Anekdoten. Sagen wir so, es gibt viele ungewöhnliche Situationen, in die man gerät. Aber man lernt eigentlich, bei all diesen Dingen lernt man. Also ich kann mich jetzt an eine Situation erinnern, auf meiner ersten Heller-Tournee hat der Toni Stricker einen Block gehabt, in dem er seine pannonische Musik spielen durfte. Was eigentlich für den Toni damals ein Riesending war, der hat 20 Minuten gekriegt und die Hallen waren alle bumm voll und es hat ihn eigentlich als pannonischer Musiker niemand gekannt. Und wir haben das einstudiert und haben mit ihm das gespielt und da gab es eben als Einstieg in dieses Set hat er ein Solo gespielt, ganz allein auf der Geige, sehr diffizil und es hat wirklich still sein müssen im Saal und hat angefangen. Und irgendwo in Deutschland, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr in welcher Stadt, ich glaube Köln oder Frankfurt, ich bin jetzt nicht mehr sicher, ist links vom Balkon oben, während den ganz feinen Geigensolos schreit einer, aufhören! Okay. In dem Moment haben wir gedacht, ich versinke. Und der hat noch einmal, aufhören, aufhören. Und der Toni Stricker hat nicht mit der Wimper gezuckt, hat sein Ding da fertig gespielt, ganz so wie es gehört. Und dafür habe ich ihn irrsinnig bewundert, weil nur die Konzentration zu behalten, für das, was er da musikalisch gemacht hat, wenn einer so stören will wie der, hat es fertig gespielt. Und dann war die erste Nummer, kommt die Band und wir spielen die erste Nummer zu Ende. Und der Applaus nach diesem Stück war so frenetisch wie nie wieder nachher. Also das hat ihm so viel Sympathien eingebracht, dass der Typ da oben so ein Fertiger, der, wie das war, dass der so stören wird, dass das Publikum so auf seine Seiten gewechselt ist. Den Rest des Konzerts haben sie uns dann getragen. Ja, richtig. Der Sprung zum Theater oder Film war in Folge welcher? Ein zufälliger oder war das schon kalkuliert für die? Das ja, kalkuliert kann man nicht sagen, aber es war mehr oder weniger zwangsweise. Weil so Mitte der 90er Jahre und gegen Ende der 90er Jahre hat die McCarthy-Ära von Austropop, wenn man das so will, begonnen. Das Radio ist weggebrochen. Ja. Jeder, der das miterlebt hat, versteht das bis heute nicht. Weil es gab plötzlich die Ansage, dass die österreichische Musik passt nicht ins Format Radio von Ö3. Und der damalige Chef von Ö3 hat das einfach umsetzen dürfen, ohne dass ihm irgendwer daran gehindert hat. Und das, wenn man das 3, 4, 5 Jahre durchzieht, ist die Szene erledigt. Und damit war sozusagen auch mein Betätigungsfeld devastiert. Also ja, nicht nur deines, sondern es war ein Branchenknick. Ja. War eigentlich für alle ziemlich. Es sind viele Musiker, die damals sozusagen in den Markt eintreten wollten, sind weggegangen. Habe ich viele erlebt, die einfach nach England, nach Amerika, alles Mögliche.
ausgewandert. Also das war eigentlich ziemlich deprimierend damals, sozusagen die Situation von der österreichischen Szene. Also habe ich auch versucht, ein neues Betätigungsfeld zu suchen, oder ich war gezwungen, mehr oder weniger, und habe dann angefangen, Filmmusik zu machen. Wie geht man an sowas heran? Filmmusik ist so schön zu hören, wenn du diese Bilder dazu siehst. Mhm. Im Gegensatz, wenn man die Bilder abgängen, denken wir oft, es gibt nicht viel Filmmusik, wo man dacht, das ist schon leiwand. Wie ist der Zugang zu sowas? Im Idealfall hast du einen Regisseur, der eine Vorstellung hat von dem, was er zu seinen Bildern hören will. Aha. Ist aber nur im Idealfall so. Idealfall, weil? Weil es gibt zig Möglichkeiten. Also es gibt ja Musiker, die spielen nur einen Stil. Und wenn der Regisseur sich überlegt, okay, das könnte passen, dann ist das gegessen. Ne? Wenn man aber sozusagen einen Filmmusiker vor sich sitzen hat, der kann das, der kann das, der kann das und eine gewisse Bandbreite aufweist, dann brauchst du eine Ansage. Also deshalb idealerweise. Und oft habe ich festgestellt, dass die Regisseure so beschäftigt sind, das Bild fertig zu kriegen, dass zu wenig Zeit bleibt, um sich über die Musik Gedanken zu machen. Erst im letzten Moment. Die Musik ist auch der letzte kreative Schritt von einem Film, weil wenn der Film mal geschnitten ist, kommt die Musik und dann wird veröffentlicht. Das heißt, wo alles, was vorher zu lang dauert, was immer beim Drehen passiert oder beim Schneiden, dauert immer zu lang. Und am Ende bleibt mir immer weniger Zeit. War in vielen Fällen so der Fall. Das heißt, eigentlich ist man immer unter Zeitdruck. In Wirklichkeit lässt man sich von der Geschichte oder von den Bildern irgendwie tragen und schaut man, dass man was macht, was halt da irgendwie, was das unterstützt. Es ist auf alle Fälle ein völlig anderes Musikmachen, als wenn es keine Bilder gibt. Deswegen funktionieren viele Filmmusiken auch nur mit Bild. Genau. Nicht alle, auch bei mir so, manche Sachen entwickeln dann ein Eigenleben, das kann man sich dann auch nur anhören. Hängt da dann auch von der verbalen Fertigkeit vom Regisseur ab, wie er das beschreiben kann. Weil viele kennen über Musik eigentlich, ist ja sowieso schwer zu reden über Musik. Ja. Du musst mit Sprache was beschreiben, was eigentlich Musik ja von sich aus liefert. Mhm. Und das ist immer ganz schwierig. Im Produktionsprozess vom Film gibt es ja auch immer Punkte, wo sich dann verschiedene Leute was anschauen müssen. Und bevor die Musik noch fertig ist, liegt dann irgendwie schon Musik dort, die er halt irgendwo her hat, damit es halt irgendwas macht mit den Bildern. Und ich muss dann entweder das irgendwie nachahmen und doch nicht, oder ganz was anderes machen, weil das nicht angekommen ist oder sonst was. Okay. Also da muss man ein bisschen zaubern auch können. Ja, es ist immer ein bisschen auch. Filmmusik der jüngeren Vergangenheit für die Hexe Lilly. Eine 26-Folge schwere TV-Serie als Zeichentrick-Epos. Funktioniert ein Zeichentrickfilm für dich als Komponist in der Sekunde? Ist es für dich ein Unterschied, ob du jetzt einen Zeichentrickfilm vertonst oder einen Film aus der Realität mit Menschen, mit menschlichen Darstellern? Erstmal muss man wissen, dass beim normalen Film hast du zumindest einen O-Ton. Da hörst du Geräusche von irgendwo, es gibt einen Dialog. Und beim Zeichentrick ist einmal gar nichts. Das ist still. Und allein schon die Erstellung von den Atmos, die da sind, in verschiedenen Räumen und Umgebungen, ist ein Riesenaufwand. Es ist also akustisch wie bildmäßig ein ungleich größerer Aufwand dahinter. Dementsprechend muss man mit der Musik viel mehr kommentieren als sonst. Und das, was Kinder, was in der Aufnahme von Kindern anders ist als bei Erwachsenen ist, die leben viel mehr im Moment. Wenn jetzt eine Geschichte erzählt wird für einen Erwachsenen mit einer Psychologie dahinter, wo jeder Erwachsene schon seine eigene Psychologie damit einbringt, ist das ganz was anderes. Also ob ein Kind ein Bild sieht oder eine Handlung mitverfolgt und jetzt noch nicht weiß, ist das jetzt lustig oder ist das schon bedrohlich? Und du machst mit der Musik, ordnest das zu. Wenn da jetzt einer am Deckel kriegt, kann das lustig sein,
weil das halt gerade Spaß ist. Oder es kann irgendwas sein, was vielleicht ein bisschen bedrohlich ist und die Geschichte in eine andere Richtung lenkt. Keine Ahnung. Ja? Also da ist ein großer Unterschied im Zugang. Hexe Lilly war eigentlich der erste Zeichentrick, den ich gemacht habe. Das war schon eine ziemliche Herausforderung, weil die spielt ja immer in irgendwelchen anderen Umgebungen. Die spielt auf der ganzen Welt, irgendwie einmal in Japan und einmal auf einer Insel. Ganz unterschiedliche Umgebungen, die man musikalisch natürlich auch alle einfangen muss. Ne? Das war eine ziemliche Herausforderung. Vor allem in dem wieder, wie immer, zu kurzen Zeitraum, der da zur Verfügung stand. Mein zweites Zeichentrickerlebnis war der kleine Ritter Trenk. Der Ritter Trenk, ja. Der ist voriges Jahr im Kino gelaufen. Mhm. Was noch einmal eine Dimension mehr ist, weil es ist ein großer Unterschied, ob man fürs Fernsehen produziert oder fürs Kino. Der Ritter Trenk, das ist der kleine Junge, der Ritter werden will, um die Ungerechtigkeit in seiner näheren Umgebung zu bekämpfen. Genau. Zu ändern. Gibt es in deiner jahrzehntelangen Karriere, gibt es da noch irgendwas, was du sagst, boah, das hätte ich schon noch gern machen? Weil du hast eigentlich schon alles gemacht. Du hast für Theater gearbeitet, du hast für einen Film gearbeitet, du hast auf einer Live-Bühne gearbeitet, du hast im Studio gearbeitet, du machst Kino, du machst TV, es war schon alles dabei. Also es gibt nicht mehr so viel, wo man sagen kann, boah, was ja, ist lustig, da? Weil ich habe gerade der Eva mal letztens gesagt, es ist schon, je älter man wird, desto weniger gibt es Dinge, die man noch nicht erlebt hat. Also das ist mir schon eigentlich aber Ende der 80er Jahre aufgefallen. Ich bin immer öfter in Situationen gekommen, wo ich mir dachte, aha, das ist jetzt so, das machen wir jetzt wieder so. Und dann müssen wir da, müssen wir das wieder so. Also es wiederholen sich die Vorgänge halt immer häufiger. Und das birgt immer in sich die Gefahr, dass was fad wird. Andererseits muss ich sagen, war jetzt eigentlich von, also ich glaube 1998 habe ich mit dem Nussbaumer dann aufgehört, live zu spielen. Und bis 2008 habe ich überhaupt nicht live gespielt. Also ich habe 10 Jahre mich dann nur mit der Filmmusik auseinandergesetzt und da hat sich das Leben auch dramatisch verändert, weil ich war immer unter Menschen und bei der Filmmusik sitzt dann live vor dem Computer und niemand ist da, niemand. Ich habe dann einfach schon angefangen, Live-Musiker einzuladen, obwohl ich mir das nicht leisten habe können, nur damit ich irgendwie neben mir sitzen und mit mir reden kann und so. Also das hat sich schwer verändert. Und diese Veränderungen ziehen sich dann halt so meandermäßig durch alle Produktionsschritte oder alles, durch alles das, was man tut. Mir fällt jetzt ad hoc nichts ein, was ich nicht schon gemacht hätte. Aber es ändert sich ja die Zeit. Und dadurch spielen sich Dinge auch wieder neu an, wenn man es wieder macht. Also ich habe dann 2008 die Gelegenheit gehabt, mit SDS auf Tour zu fahren. Da haben wir dann gedacht, nach all den Jahren viel Musik machen und immer an Projekten alles selber zu machen, ist eine Tournee eigentlich ein Urlaub. Und so war es, weil die haben uns auf die Bühne gekarrt und gesagt, Soundcheck, wieder von der Bühne zum Essen, vom Essen wieder auf die Bühne Konzert spielen. Ich meine, die Musik war eigentlich nie das, was irgendwie anstrengend war oder halt genervt hat. Das Konzert war immer das Beste, eigentlich immer. Aber davor, dass die Anlage aufstellen, hinfahren, alles Mögliche, das ist alles, das hat eigentlich Energie und Kraft gekostet. Aber bei SDS ist für alles gesorgt. Du brauchst dich um nichts kümmern. Also war damals so. Und das habe ich wirklich als Urlaub empfunden damals. Abgesehen davon, dass ich dort meine Frau kennengelernt habe. Was ja damals noch nicht so absehbar war, aber wie man sieht, sind Dinge, die auch, wenn man es schon mal gemacht hat vor Jahren und wiederkommen, haben immer einen neuen Aspekt dabei. Also wirklich eine schöne Geschichte. Das ist so wirklich fast wie abschließend. Gell? Ich möchte aber noch, bevor wir zum Abschluss kommen, weil du so interessant erzählst über dein Leben, das Studio Bad Berg ansprechen. Ich habe am Anfang nicht gewusst, was ich mit Bad Berg anfangen soll. Erst dann, wie ich da hergekommen bin und festgestellt habe, dass das ein Ortsteil ist von der Gemeinde, wo du wohnst. Genau. Geht vielen so. Und in diesem Studio, Bad Berg, was passiert da genau? Was ist das Projekt? Was ist das Ziel von diesem? Na gut, das Studio Bad Berg ist im Prinzip das Studio, wo ich meine Filmmusik produziere. Das heißt, in Wirklichkeit ist das eigentlich hauptsächlich
oder sagen wir zu 95% dafür da, dass ich da unten arbeiten kann und nicht wohin fahren muss arbeiten. Entschuldigung, darf ich dich kurz abbrechen, weil du gesagt hast, Vor- und Nachteile und wenn mir gerade irgendwas einfällt. Wie gehst du mit diesen Einfällen um? Du hast jetzt irgendein Projekt, sitzt da in deinem wunderschönen Garten, ja, isst vielleicht oder schaust da die Natur, keine Ahnung, was du gerade machst und auf einmal kommt so ein Blitz. Bumm. Da ist jetzt irgendwas da. Ist da Zettel und Blei gefragt oder rennst du runter ins Studio und sagst, das spüre ich gleich? Ist mir selten so passiert und wenn, habe ich mir es gemerkt. Okay, also du strengst deine Gehirnzellen an, um das zu behalten. Ja, es gibt so Sachen, die bleiben dann im Kopf, wenn es intensiv genug sind und wenn nicht. Ich vergesse auch immer meine eigenen Kompositionen, muss ich sagen. Also es gibt Künstler, die bauen im Laufe ihrer Karriere so einen Druck auf, was Neues zu machen, weil sie sich all das merken, was sie schon gemacht haben. Das habe ich nicht, den Druck. Ich vergieße alles, was ich gemacht habe, in dem Moment, wo es raus ist, aus meinem Studio oder aus meiner Produktionsschiene, ist eigentlich auch schon weg. Und manchmal denke ich mir so, das kommt mir bekannt vor. Und dann merke ich es, aha, das ist eigentlich von mir. Und das nimmt mir einen großen Druck weg, bin ich schon drauf gekommen, weil ich sozusagen eigentlich immer als unbeschriebenes Blatt irgendwie was anfange. Es birgt die Gefahr, dass man dann an derselben Stelle endet, wo man vorher schon aufgehört hat mitunter und dann muss man es halt wegschmeißen. Ist mir auch schon passiert. Ab und zu passiert irgendwas, wo man dann, also das ist schon lang her, aber ich habe dann einmal ein Lied aus einer Phrase gemacht, die beim Essen das Nachbarkind gesungen hat. Die hat gesungen, mir ist so fad, mir ist so fad. In einer Tour. Und das war so langweilig, dass ich mir gedacht habe, da kann man auch nochmal draus machen. Zum Beispiel. Also ich habe mir noch nichts aufgeschrieben. Dieses Studio Badberg, das ist ja eigentlich nicht so dieser Trend von, wir machen alles mit dem Computer, sondern da passiert auch Live-Musik. Also du sprichst live aus dem Studio Badberg an. Genau. Das ist was ganz Eigenes eigentlich, weil ich irgendwann draufgekommen bin, es gibt wenig Videoinhalte, die den Prozess eines Musikstücks oder das Entstehen von einem Musikstück im Studio beschreibt. Also die ursprüngliche Idee war, man sieht ein paar Musiker, die sich treffen und dann an einem Stück arbeiten, das man dann aufnimmt. Und das haben wir mitgefilmt und da habe ich in der Folge 1 habe ich meine alten Kollegen von Chaos Deluxe darum gebeten, weil ich einmal wissen wollte, wie das überhaupt funktioniert. Und hat eigentlich ganz gut funktioniert und wir waren eigentlich alle ziemlich glücklich mit dem Ergebnis. Und dann war die Idee, dass man das halt sozusagen mit Künstlern macht, die einem interessant genug erscheinen oder irgendwas ganz Besonderes haben, was die Öffentlichkeit noch nicht so wahrgenommen hat und so. Ganz gut gelungen, da sind auch einige Beispiele dabei. Mir fällt jetzt nur in der Sekunde der Luis Ribeiro ein, zum Beispiel. Genau. Die Percussionist. Genau. Und das versuche ich dann immer halt irgendwie Leute zu finden, wo ich das Gefühl habe, das passt jetzt gut zusammen. Darf man da noch was erwarten? Ja. An Ideen und an Persönlichkeiten kennst du genug? Gibt's genug, ja. Ich meine, es müssen halt die Leute immer Zeit haben, es muss auch ein bisschen Sinn machen für die. Also das Letzte, was ich gemacht habe, war Ammonit. Von einem Gitarristen und einer Sängerin ausgehendes Projekt, die eigentlich aus meiner Sicht viel zu wenig Öffentlichkeit haben. Und für die war das natürlich eine Gelegenheit, so ein bisschen was von sich erzählen können und so. So eine ähnliche Interviewsituation haben wir auch immer. Also ich mache das auch immer verbrennt mit Interviews, dass man ein bisschen die Leute kennenlernt. Aber Kern der Sache soll sein, dass man mal sieht, wie Musiker irgendwie zu einem Ergebnis kommen. Heutzutage erkennt es ja niemand mehr oder es kennt niemand mehr. Die meisten gehen davon aus, auf Musikstück ist schon fertig, bevor es noch produziert ist eigentlich. Oder es passiert eh alles mit Computer und man weiß nicht genau, wie Musik überhaupt noch entsteht. Ich habe das nicht erfunden. In den USA gab es den Daryl's House, war das? Live from Daryl's House, hat das geheißen? Der ist von Daryl Hall und John Oates, der eine. Im großen Stil natürlich, wie die Amerikaner, der hat einen riesen Schuppen gehabt, wo er ein Mörderstudio eingebaut hat mit 17 Kameras und dahinter noch einmal einen Schuppen, wo die ganze Mischpult-Geschichte gestanden ist. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, ich möchte das gerne in meinem Rahmen halt auch umsetzen. Ich finde das fantastisch. Lieber Mischa Kraus, es war mir wirklich eine Ehre, bitte, aufgrund deiner Frau.
muss man dazu sagen, dass ich zu dieser Ehre gekommen bin. Es war ein sehr schönes Gespräch. Danke. Es war ein Gespräch, das was mit dem, was ich gar nicht so gerechnet habe, weil du ein sehr lockerer Typ bist und wirklich so der Ruhepol. Dir hört man gern zu, also wenn du was erzählst, immer oft das Lachen verbeißen müssen, dass wir es nicht im Mikro haben, dass das Lachen ist meistens immer dann das, dass man es viel Ärger bekommt und dann gehen so Pointen verloren. Es war sehr, sehr schön und auch dir möchte ich am Schluss des Gespräches die Frage aller Fragen stellen. Mit der Bitte, diesen Satz, den wir sich beginnen zu erzählen, in deinem, so wie es dem du spürst, so wie es dem du siehst, fertig zu machen. Das heißt, fertig zu machen ist eigentlich ein bisschen blöd, weil fertig machen tut man was anderes. Fertig zu denken. Laut zu denken. Und zwar, der Sinn des Lebens ist es. Ja, ich glaube, der Sinn des Lebens ist das Leben. Also ich glaube, wie der Weg das Ziel ist, ist das mit dem Leben auch. Wir sind nicht dazu geeignet, in andere Welt zu schauen. Also es gibt einen so einen physikalischen Grundsatz in meinem bescheidenen physikalischen Wissen. Das ist, Energie geht nicht verloren. Und das ist das Einzige, woran ich sozusagen glaube, in dem Sinn, ist, dass Energie nicht verloren geht. Und dann möge vielleicht die Energie meiner Seele auch nicht verloren gehen, sondern sie in irgendwas anderes transformieren. Es bleibt uns zu wünschen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für deine ehrlichen Worte. Gerne. Danke. Super. Gute Sache. Ich krieg das andere.